Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. So, das wird auch die letzte Folge für diese wochenendliche Aufnahme-Session-Dingens-Bummens sein. Läuft so gerade die Platte voll. Ich könnte noch ein bisschen was freischaufeln, aber muss ich mal gucken. Vielleicht schaufel ich noch was frei. Mal gucken. So, Herzmager Shalidor. Ich habe tolle Neuigkeiten für euch, Adeptin. Was für Neuigkeiten? Valastee hat die Analyse der Folianten abgeschlossen. Wir sind bereit, meine Insel zurückzuholen. Wo kann ich sie finden? Sie bereitet einen Ritualort in der Gildenhalle von Knurkar in Schnittermark vor. Wir sehen uns dann dort, Adeptin. Wir sind dem Sieg so nah. Ihr wirkt aufgeregt, Shalidor. Natürlich. Dafür haben wir doch die ganze Zeit gearbeitet. All die Häme und Beleidigungen, Sheogorats armselige Versuche von Humor. Wir holen uns die Insel zurück und die Gilde wird eine sichere Zuflucht vor dem Krieg haben. Alles klar, Schnittermark. Ist ja nicht so, dass wir da schon mal waren. So. Nochmal da drüben. Könnten wir eigentlich gleich denn danach in der Schnittermark bleiben? Wir haben noch in Auridon ist noch die Aufgabe mit Lyris. Ich weiß nicht, ich bin mir unsicher. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Kaufe und verkaufe. Ja, ich glaube, wir bleiben dann hier in der Schnittermark, oder? Wir gucken erstmal, was denn die nächsten Aufgaben so sind. Jetzt machen wir erstmal das hier. Mit unserer Hauptgilde. Meiner Hauptgilde eigentlich. Diese hier hat Probleme mit dem Übersetzen dieser Seiten. Eure Ablenkung ist sehr willkommen. Ja, ich hab nicht schon ablenken. Schnucki. Adeptin, Shalidor muss euch gefunden haben. Freut mich sehr, euch wiederzusehen. Ich habe das letzte Buch übersetzt und jetzt können wir endlich Rumbutter quirlen. Valastee, es geht euch noch schlechter. Nein, ich bin nur sehr müde. Shalidor sei Dank konnten wir das verborgene Ritual entschlüsseln, das über mehrere Folianten verteilt war. Er ist bereit und wartet nur auf euch. Gemeinsam werdet ihr das Ritual durchführen, das... Durchführen? Aber wodurch führt er es denn? Ihr müsst euch ausruhen. Konzentriert euch nur auf die vor euch liegende Aufgabe. Ich habe schon einen Ritualplatz vorbereitet, wie ihr sehen könnt. Hier sind die Bücher. Nehmt sie und legt sie auf die Lichtsäulen in der Halle. Sie werden die Kraft der Bücher für den Erzmagier bündeln. Wenn ihr darauf besteht. Ich werde bald genug ruhen können, Adeptin. Shalidor ist der einzige Grund, warum ich fertig werden konnte. Sein Enthusiasmus und seine Energie halfen mir durch diese schwere Prüfung. Im Vergleich zu unserem letzten Treffen wirkt ihr noch schlechter. Bitte, Adeptin, ich erhole mich schon wieder, wie ich schon gesagt habe. Die Übersetzung der Bücher hat mir einen beträchtlichen Tribut abverlangt. Ich bin völlig ausgelaugt. Doch das wird es wert sein. Die Zuflucht wird so viele Leben retten und uns die Chance geben, unser Werk in Frieden zu verrichten. Naja. Ich glaube, das nimmt noch ein böses Ende mit ihr. Ich denke mal, sie wird vielleicht nicht überleben. Ah, die Gezeiten der Magika. Wie habe ich das doch vermisst. Wir haben es geschafft. Wir können endlich meine Insel zurückerobern. Wie lautet der Plan? Ich werde die vereinte Macht der Bücher nutzen, um die Insel nach Tamriel zurückzureißen.
Sheogorath hat verloren, Adeptin. Wir haben es fast geschafft. Womit müssen wir auf der Insel rechnen? Es ist ein prächtiger grüner Ort, an dem das Leben pulsiert. Wir haben in ganz Tamriel Gildenmitglieder, die sich bereithalten, um sich uns anzuschließen. Es wäre der perfekte Ort für die Gilde, um in Ruhe zu lernen und zu lehren. Es wird glorreich werden. Shalidor, Valastee geht es nicht gut. Ich weiß. Sie ist sehr müde. Sogar noch schlimmer als zuvor. Doch sie hat meisterliche Arbeit bei der Übersetzung dieser Bücher geleistet. Und ich bin sicher, dass sie ein Gewinn sein wird, sobald wir die Insel erreichen. Sie wird schon bald mehr als genug Zeit haben, um sich auszuruhen. Sie ist erschöpft und gibt seltsame Dinge von sich. Ich gebe zu, sie redet in letzter Zeit schon ein wenig wirr. Ich dachte nur, das läge an der üblichen Zerbrechlichkeit einer Sterblichen. Manchmal vergesse ich glatt, wie zerbrechlich ihr tatsächlich seid. Wir werden gemeinsam über sie wachen, meine Freundin. Ja, das glaube ich wohl nicht. Aber die Prüfungen sind vorbei, oder? Ich glaube schon. Ich bin sicher, dass ihr den verrückten Gott genauso satt habt wie ich. Nun kommt. Ich werde das Ritual durchführen und ein Portal in unser neues Heim öffnen. Mhm. Folianten, hört mir zu! Jetzt! Holt zurück, was mir genommen wurde! Augwea! Höre meinen Ruf! Da stimmt was nicht. Ich spüre... Adeptin! Valaste! Folgt mir! Augwea war einst ein Teil der Inselgruppe von Summer's End, verschwand aber vor tausenden von Jahren aus Tamriel, als Sheogorath den Ort raubte und in seine Ebene die Schauderinseln brachte. Shalidor ist sehr aufgebracht. Am besten spreche ich mit ihm. Er soll es ja nicht Vater erzählen. Was ist denn passiert? Haltet mich für einen Narren. Warum habe ich diesem Verrückten vertraut? Was meint ihr? Was ich meine? Schaut euch diesen Ort an. Auf dieser Insel wimmelt es von Daedra. Sheogorath hat uns den Apfel gegeben, aber er ist voller Würmer. Was tun wir? Es gibt eine große Halle in der Mitte der Insel. Von diesem Aussichtspunkt aus können wir uns einen besseren Überblick verschaffen. Ihr und Valaste geht diesen Weg hier hinauf. Ich treffe euch dann dort. Wir sehen uns dort. Nehme ich mal einen anderen Stab oder nicht? Oder mal, haben wir hier noch irgendwie was zu suchen hier? Können wir hier mal ein bisschen umher gucken? Oh, hier ist nichts. Gut, was ist denn das für einer? Goldene Schütze. Daedra, faszinierende Kreaturen. Na, geht doch so. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Püppi, oder? Wir sind hier in der Magiergilde, wisst ihr, aber für die Abschlachterei kriegen wir Punkte in der Kriegergilde. Ich finde das ein bisschen komisch alles. Ich hätte nie gedacht, je einen davon aus der Nähe zu sehen. Habe gerade entdeckt, weshalb Arten von Daedra falsch ist. Oh, ich muss ja hier wieder aufladen. Wer weiß, was uns hier erwartet. Oh. Also.
guck mich hier mal ein bisschen um, ne? Dann nutze ich noch die Zeit hier, um ein bisschen... Bin des Kämpfens so müde. Warum können wir nicht alle einfach reden? Ich mach mir Sorgen. Ich mach mir Sorgen. Die arme kleine Puppy. Darauf haben wir uns nicht geeinigt. Verrückter Gott! Verlass diesen Ort! Vorsichtig, Magier! Denkt daran, mit wem ihr redet. Unsere sterbliche Freundin ist angekommen. Seid still, Shali. Die Erwachsenen reden. Ah, gut. Wir zwei können uns vernünftig unterhalten. Shali, du bist einfach zu alt und verschroben für mich. Was macht ihr hier, Sherogorath? Wir hatten eine Abmachung. Wisst ihr, was das Komische an Abmachungen ist? Dass sie wirklich zu den Dingen gehören, die man besser aufschreiben sollte. Ich sagte, ihr könntet die Insel finden, wenn ihr die Prüfungen meistert. Die Portale ins tiefste Reich des Vergessens, die hier und dort verstreut sind, die sind eine Art Dreingabe. Dann ist das also eine weitere Prüfung. Wenn ihr das so sehen wollt, klar. Es ist eine weitere Prüfung. Ich bin sicher, ihr und Valaste... Oh, hallo Süße. Ich bin sicher, ihr werdet keine Probleme damit haben, die Portale zu schließen. Ehrlich gesagt, bin ich überrascht, dass die Meisterin der Incunabula hiermit nicht gerechnet hat. Warum seid ihr so auf Valaste fixiert? Ganz ohne Grund. Was wollt ihr damit andeuten? Dass meine Entscheidung, die Bücher zu verfluchen, pure Berechnung war? Dass dieser alte, verrückte Sheogorath wusste, dass es nur eine Handvoll Leute in der Gilde gibt, die ihre Arbeit hätten leisten können? Oh. Wahnsinn. Wovon sprecht ihr? Oh, ich bin sicher, ihr kommt schon noch darauf. Ihr habt schließlich den blöden, alten Sheogorath überlistet, nicht wahr? Wie dem auch sei, kümmert euch um die Kristalle, um die Portale zu schließen. Viel Spaß und bis bald. Wartet, was meintet ihr da eben über Valaste? Verdammt! Was habe ich mir nur dabei gedacht, den Fürsten des Wahnsinns anzugreifen? Sherogorath sagte etwas über Valaste und den Fluch, den er auf die Bücher gelegt hat. Wartet, Adeptin! Das ergibt keinen Sinn. Was meint ihr damit? Sherogorath hat den Fluch auf diese Bücher gelegt, um uns zu verlangsamen und unsere Aufgabe zeitaufwendiger zu machen. Er meinte, er hätte gewusst, dass nur wenige Leute in der Gilde diese Bücher übersetzen können. Dann war der Fluch dazu gedacht, die Bücher Valaste vorzulegen. Sie sollte sie lesen. Adeptin, das bereitet mir große Sorgen. Aber darum müssen wir uns später kümmern, wenn die Insel sicher ist. Was ist mit Valaste? Sie wird bei euch bleiben. Fürs Erste wird ihr schon nichts zustoßen. Valaste, geht mit unserer Freundin hier los, um die Portale zu schließen. Die Adeptin wird euch beschützen. Was werdet ihr tun? Sheogorath hat einen mächtigen Schutzzauber auf dieses Gebäude gelegt. Ich werde ein paar Augenblicke brauchen, um ihn zu brechen. Geht! Ich sollte hier fertig sein, sobald ihr zurückkommt. Wir bringen das schon zu Ende. Geht! Schließt die Portale! Ich kann das machen, Adeptin. Ich bin bereit zu tun, was getan werden muss. Oh ey, ich glaube, die ist verflucht oder sowas. So, wir haben jetzt... Wie machen wir das am besten? Das ist eigentlich überhaupt nicht gesprungen worden. Dann nehmen wir hier lang. Wir gehen jetzt so einmal rum. Wie hätte man es besser zeigen können? Da
dachte immer, meine Kampfzauber waren nur Theorie. Sehr gut. Petra, faszinierende Kreaturen. Ich kann das machen. Ja, ich wollte aber hier ran. Da. Reigen da wieder. Alter. Oh, Mann. Was ich alles so aufnehme. Ich hätte nie gedacht, je einen davon aus der Nähe zu sehen. Aufteilen! Sehr gut. Gut, jetzt müssen wir wieder auf die Straße kommen und dann hier oben lang, oder? Gibt es etwas Gutes an diesen Dingen? Licht oder Hoffnung? Sehr gut. Es gibt so viel Schmerz und Wut und Tod. Wenn du das sagst. Haben wir uns selbst belogen? Können wir jemals wirklich frei von Krieg sein? Ich glaube nicht. Wenn ich das in unsere Zeit oder in unser reales Leben überbringe, dann... Wenn ich je genug Schlaf bekomme, würde ich gerne darüber schreiben. Dann glaube ich nicht, dass irgendwie Frieden irgendwann mal herrschen wird. Oh Gott. Wie denkt ihr, pflanzen sich diese Dinge fort? Ja, da sind doch Tentakeln da. Die docken sich dann gegenseitig an, ne? Muss ich jetzt echt mit ihr über solche Dinge sprechen? Über die Blumen und Bienen? Nun, das war anstrengend. Keine Detra mehr, gut? Die macht schon ein bisschen Sorge, ne?
Es kommen immer mehr. Haben wir noch nicht alle getötet? Ja, doch, wir sind da schon dabei. Die letzte hat mit mir gesprochen. Habt ihr es gehört? What? Sie sagte meinen Namen. Schnucki, mach jetzt bloß keinen Scheiß. Wir haben fast geschafft. Die verfällt den Wahnsinn. 100 pro. Warum? Wofür haben wir das getan? Sie sah so freundlich aus. Oh, ich hab ja kein Ding jetzt mehr hier. Erstmal so ein bisschen Magie hier noch aufbauen, wa? Die alte, die dreht uns gerade hier ab, Freunde. Was ist denn das? Wer ist denn das? Alter, ich dachte, hier ist frei hier. Vor der Gildenhalle. Wo ist die denn nur wieder? Junge, 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 Alter. Das geht hier ab. Dimmt die Portale, das Licht war so hell. Dedra ist weg, weg in die Nacht. Habe ich gerade die dritte Regel der interevokativen harmonischen Resonanz verletzt? Junge, 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 Alter. Macht den ja schon ein bisschen Sorgen, wa? Dank euch gehört diese Insel uns. Jetzt müsst ihr nur noch die Halle einnehmen und Sheogorath zurück auf die Schauderinseln befördern. Ich muss in die Halle vordringen? Was ist mit euch und Valastee? Ich habe einen kleinen Riss in diesem Schutzzauber erzeugt, aber mehr nicht. Die Macht des verrückten Gottes ist selbst hier beeindruckend. Ihr und Valastee müsst hineingehen. Ich darf es nicht. Aber gebt mir bloß gut auf sie Acht. Ich sehe doch, in welchem Zustand sie ist. Als wir uns um die Portale gekümmert haben, wurde sie immer aufgeregter, rasend. Ich fürchte, der verrückte Gott könnte uns überlistet haben. Aber vielleicht ist es noch nicht zu spät. Geht hinein und kümmert euch um Sheogorath. Wir sind zu weit gekommen, um uns jetzt von seinen Tricks aufhalten zu lassen. Ich werde mich um ihn kümmern. Mit Sicherheit werden wir gegen Valastee kämpfen. Ihr könnt es schaffen, Adeptin. Ihr habt bewiesen, dass ihr es könnt. Viel Glück. Ich kann ihn hören. Ich komme, Onkel Sheo. Die Magiergilde nimmt ähnlich wie die Kriegergilde eine streng neutrale Haltung gegenüber dem ganzen Tamriel-Krieg, tobenden Krieges ein. Onkel Sheo. Oh Gott.
Der hat die bekloppt gemacht. Die verfällt dem Wahnsinn. Nein, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße, ist doch das. Was ist nun? Kommen wir jetzt hier noch hin oder nicht? Freunde. Nur los, mach ich hin hier. Na, siehst du, ihr doch. Wie sind die Schmetterlinge in meinen Kopf gelangt? Sie schwirren um meine Worte und trinken vom Nektar meines Verstandes. Okay, jetzt komplett, die ist weg. Ah, meine Lieblingssterbliche. Charlidor hat endlich herausgefunden, wie er euch hineinlassen kann. Ich weiß, ihr seid hier, um mich rauszuwerfen. Aber kämpfen ist nicht wirklich meine Sache. Sehr gut, Herr. Haskell? Nehmt dies, Adeptin. Wir werden einander jetzt in einem ehrbaren Kampf gegenüberstehen. Nehmt euch in Acht. Haskell? Oh, Haskell! Zeigt ihnen, was der Baba Yaga kann. Die Schweine, Haskell, werft diese niedlichen, knuddeligen Schweinchen. Jetzt. In Ordnung, das reicht. Auseinander, ihr beiden. Genug gespielt, Cheogorath. Werdet ihr uns die Insel überlassen oder nicht? In Ordnung, in Ordnung. Beruhigt euch. Ich werde meine Sachen einsammeln und gehen. Valaste, Liebling, warum kommt ihr nicht hierher? Onkel Cheo, gehen wir irgendwo hin? Ja, Kleine, ihr kommt mit mir. Nach Hause auf die Schauderinseln. Wäre das nicht schön? Verrückter Gott, bleibt zurück! Ihr könnt Valaste nicht mitnehmen. Nein, ich kann es in ihrem Gesicht sehen, es in ihr Luft riechen. Sie ist verrückte, wahnsinnig, eine Irre. All die Zeit mit Onkel Cheos Geschichten und sie hat das Verlangen, die Inseln zu besuchen. Meine Schauderinseln. Ich möchte mit Onkel Cheo gehen. Er hat die Schmetterlinge. Ich liebe Schmetterlinge. Das ist ein Durcheinander. Ein Rätsel. Eine Wahl. Ich sage euch was, Sterbliche. Warum lassen wir euch nicht entscheiden? Soll Valaste bleiben? Oder mit mir zu den guten alten Inseln kommen? Lasst uns den Handel versüßen. Ihr lasst sie bleiben, ich heile sie. Das ist richtig. Onkel Cheo wird sie wieder normal machen. Langweilige alte Valaste, deren einzige Freunde Bücher sind. Oh. Und wenn die Adeptin entscheidet, dass sie mit euch geht? Nun, wie es scheint, habe ich noch ein Buch hier. Ich gebe es euch im Austausch für Valaste. Es nennt sich das Folium Discognitum. Cheogorath, Bastard! Nach all den Jahren würdet ihr mir das Folium ins Gesicht werfen? Habe es selbst geschrieben. Es ist ein schönes kleines Artefakt. Es verleiht dem Leser das Wissen von Wahnsinnigen. Es ist sehr machtvoll. Oh, und 4 oder 5 dieser Himmelsscherben wert, die ihr Abenteurer immer sucht. So, Valaste bleibt und ich heile sie, oder sie geht mit mir und ihr, meine kleine Sterbliche, werdet sehr viel mächtiger. Eure Entscheidung.
Adeptin, ihr dürft nicht auf das Angebot hören. Es ist dasselbe Angebot, das Sheogorath mir machte, als ich Augvea verlor. Was ist geschehen? Das Leben eines Erzmagiers wird in Jahrzehnten und nicht in Jahren gemessen. Die Rituale, die ich durchführte, um mein Leben zu verlängern, erlaubten es mir, meine Arbeit fortzusetzen. Aber irgendwann kam selbst ich nur noch schleppend voran. Und er hat euch sein Folium angeboten. Ich begann mit der Arbeit an einem mächtigen Artefakt, an einem Schlüssel zu den innersten Vorgängen des Lebens selbst. Glamouril. Aber das ist jetzt ohne Belang. Es geht mir darum, dass ich an einen entscheidenden Punkt gelangte, an dem selbst mein Wissen und meine Kräfte versagten. Ich brauchte mehr. Und im Gegenzug habt ihr Augvea verloren. Ja, ich hatte alle Abkommen des Wahnsinns gelesen. Ich kannte die Lektionen von König Lyrandir, Leopold Arnaud, Darius Shano. Und dennoch habe ich versagt. Begeht nicht die gleichen Fehler wie wir, Adeptin. Lehnt das Angebot dieses Wahnsinnigen ab. Die Entscheidung steht sowieso schon fest. Wir werden Valastee retten. Ich muss nicht noch mächtiger werden. Onkel Shio möchte mich zu den Schauderinseln mitnehmen. Einfach wunderbar. Die Schmetterlinge, sie werden überall sein. Und er hat so viele Bücher. Valastee, er meinte, ihr würdet euren klaren Verstand zurückgewinnen, wenn ihr bleibt. Aber Onkel Shio, er sorgt für mich. Er hält mich warm und ich werde so viele Freunde zum Spielen haben. Bücher sind meine Freunde. Wusstet ihr das? Aber was, wenn er euch ein Leid antut? Es ist wahnsinnig. Er ist wahnsinnig. Adeptin, wenn ich bleibe, weiß ich nicht, ob... Aber mit ihm geht es vielleicht. Ich werde glücklich sein. Glücklich wie die Schmetterlinge. Sie schlagen und schlagen ihre Flügel. Gebt es zu, ihr wart überrascht, nicht wahr? Der Ausdruck auf eurem Gesicht war unbezahlbar. Können wir darüber reden? Natürlich. Was kann ich euch erzählen? Nur damit ihr es wisst. Während ihr redet, werde ich mir vorstellen, dass eine winzige Person in euch drin euren Mund auf- und zumacht wie bei einer Puppe. Das hilft mir dabei nicht, das Interesse zu verlieren. Erzählt mir mehr über dieses Folium. Nun, wisst ihr, wenn man sich mit einem Verrückten zusammensetzt und ihn reden lässt, dann spuckt er bisweilen die genialsten Einfälle aus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich habe eine Menge Zeit in der Nähe von Verrückten verbracht. Also besteht das Folium aus den gesammelten Einfällen von Verrückten? Jawohl! Es sind wirklich ein paar einfallsreiche Einfälle dabei. Ihr lest euch mein Folium durch und... Oh, wie gesagt, es hat locker die Macht und die Energie eines halben Dutzends Himmelsscherben. Wenn Valastee hier bleibt, dann werdet ihr sie heilen? Ihr habt es begriffen. Kein Haken, keine anhaltenden magischen Leiden. Keine Albtraumbestien, die sie im Schlaf heimsuchen. Oh, das macht immer Spaß. Aber nein. Ich werde rückgängig machen, was meine Bücher ihr angetan haben. Offen und ehrlich. Wenn ihr auf das Folium verzichtet. Warum habt ihr das getan? Ich möchte ehrlich sein, Sterbliche. Ich hatte schon seit Jahren nicht mehr so viel Spaß. Eure Anstrengungen beim Besorgen der Bücher, oh, die Gelegenheit, Schalidor anzupieksen. Erinnert ihr euch daran, wie ich euch all diese Portale nach Augvea schließen ließ? Eine tolle Zeit. Wo ist der Haken? Ohne Haken, Sterbliche, diesmal nicht. Seht mal, ganz gleich, welche Entscheidung ihr trefft, wird Schalidor immer wissen, dass ich in seinem Kopf gewesen bin. Wieder einmal. Genau dafür überlasse ich euch die Insel. Das ist nur für unser beider Ohren bestimmt. Okay, ich bin bereit. In Ordnung! Eine Sterbliche fällt eine Entscheidung.
Freier Wille und Handlungsfähigkeit. Nun gut, bleibt Valaste, bekommt ihren klaren Verstand zurück und lebt hier bis zum Ende ihrer Tage, oder geht sie mit mir und ihr erhaltet die Macht des Folium Discognitum. Was soll es werden? Valaste bleibt. Ha! Ich wusste, dass ihr nicht das Buch nehmen würdet. Ich konnte es in euren Augen sehen. Ach ja, man kann Onkel Scheo nicht vorwerfen, dass er seiner Lieblingsnichte ein schönes Zuhause bieten möchte. Nun, wie ihr wünscht, Sterbliche. Ich werde rückgängig machen, was ihr angetan wurde. Die Sterbliche hat entschieden, dass Valaste bleiben soll. Jetzt verabschiede ich mich also. Sterbliche, es hat Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Schalidor, ändert euch nie. Valaste, entschuldigt, Liebling, verabschiedet euch von dem kleinen Traum. Der Fürst des Wahnsinns bleibt nicht dort, wo er nicht gewollt ist. Außer wenn er will. Aber in diesem Fall will er nicht. Bis zum nächsten Mal, Zauberlehrlinge. Es ist, als hätte sich der Nebel in meinem Verstand gelichtet. Adeptin, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Valaste, ihr habt mich von... Seid ihr? Mir geht es gut, Schalidor. Ich bin wieder ich selbst. Keine Sorge, Adeptin. Mir wird es bald besser gehen. Jetzt, da ihr meinen Verstand befreit habt, brauche ich nur etwas Ruhe. Puh, gern geschehen, Valaste. Ihr habt die Herausforderungen des verrückten Gottes überstanden, mich wieder zu Verstand gebracht und die Zuflucht für die Magiergilde zurückgewonnen. Irgendwie wirkt mein Dank im Vergleich dazu kaum erwähnenswert, doch ihr habt ihn. Vielen Dank, Adeptin. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Ich kann nicht hier drin bleiben, Adeptin. Lasst uns draußen weiterreden. Warum nicht? Wieso müssen wir jetzt nach draußen gehen? Frage gegen Frage. Kommt her, Adeptin. Ich habe etwas für euch. Ach, das ist jetzt schon eine neue Aufgabe jetzt hier. Oder? Ich glaube, den mache ich erst. Nehmen wir das noch an? Verdammt. Verdammt ich. Ja, komm, mach mal, oder? Adeptin, ihr habt so viel für die Gilde getan. Ich konnte euch nicht ohne ein letztes Geschenk gehen lassen. Dieser alte Erzmagier hat ein Geschenk, das er nur für euch aufgehoben hat. Ein Geschenk? Während meiner Zeit auf Tamriel entwickelte ich einen sehr nützlichen Zauber, eine Art Erinnerungszauber. Anstatt meine Zeit damit zu verbringen, in Bibliotheken nach einem Buch zu suchen, kann ich mich mit diesem Spruch sofort daran erinnern, was in ihm geschrieben steht. Wenn ihr mir gestatten würdet... Nur zu, Schalidor. Ich muss mich nur kurz vorbereiten. Dieser Zauberspruch hat sich als sehr nützlich erwiesen. Hat mir einmal das Leben gerettet, als ich einem reimenden Geist gegenüberstand. Jede Antwort auf seine Fragen musste als Paarreim vorgetragen werden. Bitte sehr, ich bin bereit. Nennt es Schalidors Bibliothek des Verstandes. Ha! Bei Shaws Knochen, ich kann euch nicht genug danken. Mit der Zeit wird der Körper vergehen, den ihr und Valaste für mich geformt habt. Aber mit dieser Magie werdet ihr unsere gemeinsamen Prüfungen nie vergessen. Das tröstet mich. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. So nehmt denn das Geschenk der ewigen Erinnerung an. Von nun an werdet ihr euch an jeden Folianten, jedes Buch und jeden Fetzen Papier erinnern, den ihr je gelesen habt. Und ihr werdet euch an die Geschichte von Augveas Rückkehr nach Tamriel erinnern und an die Geschichte der Adeptin, die es ermöglicht hat.
Euer Charakter besitzt nur ewige Erinnerungen und wird sich an alle Notizen... Lasst von euch hören, Adeptin. Auquea ist jetzt auch euer Heim, wie das eines jeden Magiers in Tamriel. Ach, das stimmt, das wurde mir gesagt. Das stimmt. Nee, wo war das jetzt? Schon wieder eine Nachricht? Tagebuch? Hier, Bibliothek. Brief und Send schreiben. Die Welt und ihre Bewohner. Oh, da sieht noch so viel hier. Habe ich überhaupt schon mal irgendwas voll hier? Letzte Worte. Also alles, was man jetzt findet, ist hier drin. Auch das, was man gefunden hat, wa? Handwerksbücher. Coole Sache, finde ich gut. So, jetzt quatschen wir noch. Wieso, was hatte ich denn jetzt hier drunter? Viel Glück, meine Freundin. Wo euch eure Reisen auch hinführen, wisst, dass die ganze Gilde euch unterstützt. Keine Sorge, Adeptin. Mir wird es bald besser gehen. Jetzt, da ihr meinen Verstand befreit habt, brauche ich nur etwas Ruhe. Gut, was habe ich hier auf dem Boden? Was ist das? Warum ist das hier unter mir? Was ist das? Hilfe. Freunde der Sonne. Lassen wir euch mal kurz Tagebuch Quests. Quest. Die Armee von Meridia. Auf ihrem Weg zur Handreichung in Silvena hat die Mene mit einem Mal ihr Gefolge angegriffen und ist geflüchtet. Fürst Garashri, der Sprecher der Mene, hat mich gebeten, sie zu finden. Der Sprecher hat festgestellt, dass die Mene Akusri in Richtung der Feste Grimwacht gegangen ist, einem Außenposten in Schnittermark. Dort sollte ich meine Suche beginnen. Das werden wir als nächstes tun. Des Gilden. Wo ist denn überhaupt meine Hauptaufgabe? Ach, das ist das hier, ne? Rettet König. Wir machen in der nächsten Folge Hauptaufgabe weiter. Oder? Jetzt zu fragen wäre blöd. Das muss ich wieder selber entscheiden. Ja, wir machen hier weiter. Das ist, denke ich mal, das Beste. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.